Ah, so geht das. Alles klar, ich verstehe. So, Uwe, erster Versuch von meiner neuen Technik, die ich hier habe. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, weil ich kann mich selber jetzt nicht mehr sehen. Ich versuche dir zu erklären, wie das funktioniert mit dem Castle Link. Ich habe meinen 700er X Extreme hier schon stehen und das USB ist hier schon angeschlossen. Nur habe ich noch keinen Strom auf meinen Helikopter gegeben. Das werde ich jetzt tun. Man braucht keine Fernbedienung dafür. Man kann einfach den Strom raufgeben. Und schon erscheint, welchen Regler ich habe. Den Phoenix Edge HV, den 160er. Den habe ich dort verbaut. Und ich möchte dich hier nicht mit verwirren, sondern ich möchte nur dir zeigen beim Login von meinem letzten Flug, den ich heute gemacht habe. Der Speicher ist fast schon voll. Vorhin auf der Wiese hier bei mir, was da so passiert ist, das habe ich noch ungefähr im Kopf. Und zwar hier, danach werde ich das wieder löschen müssen. Also, ich quatsch wieder dummes Zeug. Ich bin hier reingegangen, habe meinen Helikopter hier auf dem Tisch und bin rein in das Programm und zwar in den Logdata. Und das hier sind die ganzen verschiedenen Dinge, die mir gleich die Kurve zeigt. Den Governor Gain brauche ich nicht, weil der Edge, der läuft über meinen V-Stabi. Darüber nehme ich den Governor Gain, deswegen ist diese Aufzeichnung hier total sinnlos. Und Control, Motor Power Out und Input Throttle, okay, kann ich aber noch nicht so viel mit anfangen. So, Download, das dauert ein bisschen, weil er fast voll ist hier. Das sind, wie viele Flüge mögen das sein? Fünf oder sechs? Mal gucken. Wenn ich jetzt das hier aufmache, ich werde mal ein bisschen hier. Ach, da unten bin ich. Da. Okay. Ich will das versuchen gleich mit dem Mixer, den ich habe, dass ich da hier unten so ein kleines Bild dran mache, wo ich mich dann sehe. Aber ich will eigentlich will ich nur den Ton haben, damit du mich verstehst hier. So, gleich ist er fertig. Dann erscheint jups, das hier. Das sind die verschiedenen Flüge. Ich mache das mal groß. Das sind die ganzen verschiedenen Flüge. Eins, nein, das nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich möchte den letzten Flug haben und dann View. Die Sessions, das haben wir hier. All Sessions haben wir jetzt. Möchte ich aber nicht. Ich möchte mir eine aussuchen und zwar die letzte, die 9. Okay, das ist sie. Und zwar 5 Minuten fliege ich immer. Hier unten siehst du die Voltanzeige rot und die ist hier oben. Rot gekennzeichnet, mit wie viel Volt ich geflogen bin. Das machen wir da weg. Fangen wir mit der einfach an. Du wirst es gleich sehen, wie schön man das im Zusammenhang dann sehen kann. Das hat auch verschiedene Farben hier, wie du siehst. Die und Current ist die Amperezahl. Da klicke ich jetzt drauf und dann erscheint sie. Ich bin geflogen mit in der Spitze im Peak 101,8 Ampere, also 102 Ampere. Das wird diese sein oder diese hier. Da habe ich bestimmt ein Looping gedreht oder so beim Rauskommen. Zwei habe ich gedreht, das weiß ich. Drei. Hier noch mal einer. Und beim Rauskommen, dann habe ich wieder Vollpitch reingeknallt. Und das werden die 101 Ampere gewesen sein. Das ist natürlich ein Scherz. Das ist natürlich nichts. Im Schnitt, das hier unten, im Schnitt habe ich 26,8 Ampere gezogen. Du darfst natürlich, das hier musst du mit abziehen, weil das sind ja Null, die rechnet er mit rein. Aber wenn du hier über diese Berge gehst, jetzt wollte ich das gerade mit dem Finger zeigen, dann siehst du die von der Mausanzeige, hier ist die Mausanzeige. Und das hier ist der aktuelle von den Bergen. 25, 13, 11, 10, 12, 17 und so weiter.
Das ist der Normalflug gewesen mit irgendwelchen kleinen Flips dabei und all so ein Kram. So, genau. Wenn wir jetzt noch die Wattzahl dann zunehmen, die Amperezahl und die Wattzahl ist ziemlich gleich. Pass auf. Zack. Hier, da einige Leute reden von der Wattzahl und einige von der Amperezahl. Ich rede immer von der Amperezahl, weil mit der Wattzahl kann ich nichts anfangen. Die ist aber genau gleich von den Spitzen hier überall. Könnte man sich aneignen, habe ich aber auch keinen Bock drauf. Ich nehme lieber die Amperezahl, da habe ich mehr von. Das habe ich mir so angeeignet. Hier ist die Temperatur vom Regler. Was hier passiert ist, hier ist immer noch die Voltzahl und die Amperezahl. Jetzt nehmen wir die Temperatur noch dazu. Die Temperatur. Hier haben wir heute 28 Grad draußen. Ich glaube, fast sogar 30. Und mein Regler hat eine höchste Zahl gehabt hier von, das wird der hier sein, vermute ich mal. Ja, genau, 51 Grad. Das hier. Das ist super angenehm. Temperatur nehmen wir so hin. Eine wunderschöne, fast eine gerade. Egal wie ich geflogen bin. Den nehmen wir wieder weg, sonst wird es jetzt zu viel. Zack. Jetzt kommt die Drehzahl. Die ist immer sehr interessant. Denn die Voltzahl nehmen wir mal auch weg. Hier haben wir die Drehzahl. Ich bin angefangen mit einer Drehzahl von, ich habe eingestellt, ich glaube 1650. Man kann es hier unten wieder ablesen. Das hier. 1630, genau, wenn er sich beruhigt hat, wenn er steht. Ja, 1650 in den Spitzen. Wenn ich dann wieder aus dem Looping oder so rausgekommen bin, dann tut er natürlich hoch, ist ja ganz klar. Und er tut auch runter, wenn ich ihn belaste. Hier sieht man das ganz gut. 1560. Genau. Und ab hier habe ich in den zweiten Gang, bin ich im zweiten Gang. Und siehe da, es sind, hier siehst du das gleich, 1930. Ich glaube, ich hier ist, glaube ich, kontinuierlich. 1950 habe ich hier, glaube ich, Echtzeit gemessen. Und die Drehzahl hält da sehr gut hier oben. Die hält da sehr gut. Also, der Castle-Regler funktioniert hervorragend. Egal, ob ich hier nur. Jetzt kann man vergleichen. Hier bin ich einmal volle Pulle irgendwo reingeknallt. Sieht man an der Amperezahl. Hier. Aber meine Drehzahl ist kontinuierlich so geblieben. Diese kleinen Berge hier, diese kleinen Spitzen, das ist völlig normal. Die kann nicht in 1 Grad so durchgehen wie das hier. Das wäre natürlich perfekt, aber das schafft auch kein High-End-Regler. Die schaffen das auch nicht. So, genau. Was war das nochmal? Achso, die Amperezahl, die ich rausgesaugt habe aus meinem Depot, ist diese Kurve hier. Gucke ich mir nicht nie an, weil das weiß ich auch so. Und mein BEC ist, ich habe Hochvolt-Servos. Es ist sehr stabil, mein BEC, was ich hier drin habe. Das ist ein Keto oder von Hobbykin, glaube ich, dieses 20A-Teil. Kaum Schwankungen. Egal, was ich gemacht habe, es sind hier ist die gerade. Hat immer gleich den Strom abgegeben an alle vier Servos. Selbst wenn ich hier mal Belastung hatte, das interessiert das BEC in keinster Weise. So, das war die Geschichte von dem Castle Data Lock. Finde ich super geil, interessant. Vor allem hier mit den Ampere. Ab hier nämlich raus mit der Amperezahl. Wenn man sich nämlich nicht sicher ist, kann ich noch hochritzeln oder muss ich runter? Was habe ich jetzt für einen Motor drauf? Mensch, meine Akkus sind so schnell leer. Dann kann man immer noch mal sehen, was hat er denn gezogen? Hier weiß ich es zu 100% genau. Er steht da oben, deswegen gucke ich da jetzt hoch. Bei meinem Align habe ich immer noch den gewickelten Motor drin und der hat bei meinem 160er Castle-Regler 224, was glaube ich, 224 Ampere in diesen Spitzen gezogen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist ein bisschen viel. Und da habe ich andere Blätter drauf gemacht und habe die Herzzahl vom Motor von 12 auf 8 reguliert, runtergesetzt. Hat immer noch genauso viel Power.
Und siehe da, ich bin von den 124, was das waren, in den Spitzen auf 184 oder 86 dann gekommen. Und eine Spitze von 186 steckt der Kasselringer locker weg. Selbst die 124 hat er weggesteckt. Ohne Probleme. Gut. Wenn ich hier wieder raus will, klicke ich einfach auch raus. Und dann fragt er mich, willst du das speichern? Und dann sage ich, nein, will ich nicht. Aber was ich will diese ganzen Daten hier löschen. Das mache ich aber gleich. Jetzt noch nicht, weil ich nicht weiß, ob dieses Video was geworden ist. Okay? Dann wünsche ich dir was. Dann werde ich das mal hier schließen. Und den Akku wieder abstecken. Das mache ich jetzt. Zack. Und dann dürft ihr auch rausgehen. Genau. Und Uwe, das mache ich zu. Dann mache ich das mal wieder auf hier. Zack, da bin ich wieder. Dann sage ich, da ist meine Hand. Tschüss, Uwe. Mal schauen, ob das was geworden ist. Bye, bye.